Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Denn wir möchten natürlich heute heiraten, also hatten wir uns auf jeden Fall vorgenommen, denn Marley hat dieses Geld-Heiratsding sie bekommen und wir wollten ja sowieso heiraten und das ist vielleicht ein ganz guter Moment. Ich würde nur vorher noch einmal Raphael etwas fragen, denn jetzt ist er alt genug, um den Ring zu tragen und ich habe das mit dem Ringtragen noch nie gemacht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass er das machen möchte. Das wäre sehr, sehr süß. Ich habe auch schon einiges vorbereitet für die Hochzeit und sowas. Super, er freut sich auch darüber. So, und dann machen wir uns bereit. Morgen, am Montag, werden wir heiraten. Wir nehmen uns natürlich dafür freien Tag und so, ne? Also, so macht man das ja. Und ich habe mir auch gedacht, man könnte ja dann vielleicht am Wochenende quasi die Flitterwochen machen. Ich meine ja nur. Also Destiny ist auf jeden Fall die Trauzeugin. Offizianten haben wir keinen. Blumenkind ist Marlin. Und Ringträger ist Raphael. Raya kann jetzt natürlich leider nichts machen, aber sie ist seelischer Beistand. So, Raya kommt natürlich mit. Das wäre toll. Aloysia kommt. Khosro kommt. Zayden und Peace kommen. Vadim kommt. Aleya kommt. Ethan Green ruft immer Marley an. Ich glaube, das ist irgendwie sein Kumpel. Deswegen laden wir den einfach mal auch ein. Und ganz ehrlich, Christoph können wir auch einladen, weil der ist mittlerweile auch schon halbe Family, so oft wie er hier ist. Dann ist es eine nicht komplett ausmaximierte Feier, aber trotzdem ein bisschen größer. Das fände ich auch mal ganz schön. Dinge, die wir tun. Torte, tanzen macht Sinn. Das mit dem Gang funktioniert irgendwie nicht immer so hundertprozentig. Wir können es ja machen, aber ohne dieses Dings. Gelübde natürlich. Getränke macht Sinn. Den Rest kann man ja auch so oder so machen. Aber es sind auf jeden Fall die Sachen, die wir auf jeden Fall tun wollen. Ich habe schon Outfits bereit gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Es hat auch sehr lange gedauert mal wieder. Ihr kennt mich ja. Aber ich finde es ganz toll. Also ich finde es richtig schön. Und ich habe einen Hochzeitsschauplatz runtergeladen. Hä? Warum wird der hier nicht angezeigt? Ich habe den in Tartosa platziert. Ich bin mir gerade unsicher, ob man das nochmal switchen kann. Aber wir nehmen sonst erstmal das hier und dann, je nachdem, ob man das nochmal ändern kann im Nachhinein, den Ort, switchen wir das nochmal, weil dann gehen wir gleich nochmal rüber und gucken, ob man da irgendwie was ändern muss oder so. Und die Feier beginnt um 12. Einen Kuchen müssen wir gleich auch noch bestellen. Ach, ihr seid süß. Ich speichere mal kurz. Also hier steht auch, dass es ein Hochzeitsshowplatz ist. Vielleicht macht das Probleme, weil das hier am Strand ist. Aber eigentlich sollte das doch okay sein. Aber dann kann ich euch das hier direkt mal zeigen. Das habe ich aus der Galerie runtergeladen. Das heißt einfach Vineyard Venue. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Person heißt, die das erstellt hat. Aber es ist richtig cool. Also richtig hübsch. Hier hinten wird dann halt geheiratet und so. Und hier ist dann so der Tanzbereich und so. Es ist halt richtig süß. Auch hier drinnen, ich finde das richtig hübsch. Look at it, Alter. Also ich bin... Wow. So, man kann hier sogar seine Hochzeitsnacht verbringen und so, ist schon süß. Ah, hier steht Wohngrundstück. Ja, wenn das nicht richtig eingedingst ist, dann macht das natürlich Sinn, ne? Gucken, ob das jetzt funktioniert. Sims being Sims once again. Ich weiß, dass man das nochmal verändern kann. So, kann man das hier nochmal verändern? Scheinbar, ne? Aha, hier ist es. Dann wählen wir diesmal das hier aus. Und dann würde ich mich hier hinsetzen und einmal kurz einen Kuchen bestellen. Wir machen den nicht selber. Irgendwann werden wir vielleicht mal einen Sim haben, der das selber macht. Wir sind es nicht. Unter Bestellung wahrscheinlich. Jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden, was ich will. Hier so eine klassische, dreistöckige, viereckige Hochzeitskuchen in weiß mit roten Rosen. Das finde ich eigentlich süß. Let's go. Dann kommt dieser Kuchen als Torte für Hochzeitszeremonie wählen. Tada! Perfekt. Dann haben wir alles gut vorbereitet. Ich hoffe, wir müssen morgen keinen Mist machen. Und dann sind wir ready für die Hochzeit. So, Level 5 der Kreativitätsfähigkeit erreichen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so hart. Du kannst ja mal ein bisschen mit deinen Püppchen spielen. Ja, es ist 15 Uhr, wieso bist du müde? Die kleine Maus hat ein bisschen Hunger. Ah, hier ist sogar noch Essen. Das hat sie wahrscheinlich beim Laden schon essen wollen. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Einfach schön hier. Einfach schön. Geh bitte zu deiner Katze und sag ihr, dass das Ton nicht in Ordnung ist. Der Sessel ist auch voll zerkratzt. Ew. Mach mir mal kurz Heile. Ich habe vergessen, dass er letztes Mal gekämpft hat mit jemandem. Naja. Dinge passieren, ne? Die Kamera haben wir ja immer dabei, oder? Ja, perfekt. Weil ich möchte natürlich wieder schöne Fotos machen. Geht sonst nämlich gar nicht. Entschuldigung. Sie sitzt hier auf dem Boden und trinkt Kaffee. Warum? Also, dass sie Kaffee trinkt an sich okay, ne? Sie ist relativ müde und so. Aber warum? Warum sitzt sie auf dem Boden? Also, es macht gar keinen Sinn. Oh, er denkt sich so, ich gehe direkt erstmal schlafen. Aber um 6:30 finde ich das noch ein bisschen früh. Er hat ein Fahrzeug gemalt. Toll. Können wir das ein bisschen, genau, ein bisschen mittiger hängen. Anscheinend ist es normal, dass sie sich
auf den Boden setzt, wenn sie Kaffee trinkt. Na gut. Ich hinterfrag einfach nichts mehr. Destiny, du kannst nicht immer anrufen. Wirklich. Diese Frau braucht Hobbys. Okay. Langsam kann sie zu schlafen gehen. Ist in Ordnung. Sag mal, ja, also das Essen betteln, das geht gar nicht. Denk aber so, ich hasse dich. Ich will jetzt bumsen. Ganz normal. Kann Boba vielleicht endlich mal lernen, dass er nicht Leute aufwecken soll mitten in der Nacht? Es ist sehr anstrengend. 5 Uhr, direkt wach. Okay, wie gesagt, wir drehen jetzt und ich hoffe, dass jetzt hier kein Mist bei rumkommt. Es ist die 129. Bräune dich in der Sonne, vergiss nicht die Sonnencreme. Ist ja potenziell möglich in Tatooine, nur ich weiß nicht, ob da heute die Sonne scheint. Wir werden sehen. So langsam wachen alle auf. Ihr müsst euch alle vor allem noch frei nehmen, ich Schlaumeier. Hehehe, ich bin intelligent, Leute. Das wäre sonst heute ein bisschen in die Hose gegangen. Das Gute ist, wenn wir jetzt endlich mal ein bisschen Geld haben, könnten wir potenziell mal das Glück haben und in die nächste Generation mit ein bisschen Geld starten. Also ich meine, hier ging es ja auch schon ein bisschen besser. Wir hatten zwar an sich nicht so viel Geld, aber wir haben das Haus abgerissen und konnten das dann neu bauen und hatten dadurch dann ein bisschen Geld. Aber die letzten Generationen war das jetzt ja nicht so toll. Bezahlten Urlaub nehmen. So. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und bin traurig. Ja, also ich würde sagen, such weiter. Ich meine, so viele Möglichkeiten hast du jetzt auch nicht, wo es sein kann, ne? Die quatschen hier schon, das ist auch gut. Raya, good morning in the morning. Du hast Hunger. Wir haben aber nur noch Kuchen. Hm. Vielleicht kannst du ja mal was kochen. Hier, Sandwiches gehen immer. Baden. Warum das denn? Aber er macht erstmal seine Hausaufgaben, das ist auch gut. Wir haben ja auch noch einen Moment Zeit, ne? Ja, eigentlich können wir schon hingehen, oder? Jetzt will ich mal wissen, kann man da überhaupt hochgehen? Oder ist das zu hoch? Es sieht so hoch aus irgendwie. Aber es scheint zu funktionieren. Oh, ne, es geht. So, und wir sollen uns ja sonnen. Und noch haben wir ja einen Moment Zeit. Warte mal, scheint die Sonne überhaupt? Dann können wir kurz so einen Sonnenstuhl platzieren. Und dann kann ich den ja wieder wegmachen, wenn wir es benutzt haben. So, dann geh mal kurz dich sonnen. Hat ja keiner gesagt, für wie lange? Top. Ja, okay. Reicht, ne? Tschüss. Tschüss, Liege, tschüss. Umziehen ist nicht. Okay, die anderen ziehen sich aber schon um. Ich möchte erstmal kurz die Fotos machen, wenn ich ehrlich bin. Weil jetzt gerade ist der Himmel noch so krass hübsch und so. Wo steht sie denn? Okay, dann funktioniert das hier anscheinend nicht. Dann halt hier vorne. Bitte. Das ist sehr wichtig für mich. Ich weiß nicht, wieso das jedes Mal abbricht. Aber jedes Mal, wenn da ein kleines Kind irgendwie mit im Boot sitzt, sage ich mal, dann gibt es immer Probleme. Wieso hast du nicht deine Sachen an? Ja, ihr seht richtig glücklich aus. Also, vor allem Faith. Ich hasse die meisten Posen. Ne? Es sollte irgendwie mehr Posen geben, meiner Meinung nach. Naja, ein paar Fotos gibt es. So. So, bitte einmal hinsetzen. Oh, sie kommt auch noch in weiß. Oh mein Gott. Ich drücke immer das Falsche. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Sie laufen in die richtige Richtung. Aber alle Leute sind hier im Gang. Sinnbild für Sims 4. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil A, kann man Leute nicht mehr am Altar stehen lassen? Nicht, dass sie das jetzt machen würde, aber ich wollte einfach mal gucken wegen dieser Option. Aber die gibt es ja anscheinend nicht mehr. What? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Und B, wie funktioniert das mit dem scheiß Ringträger? Hä? Kommt der dann automatisch? Oh mein Gott. Peace, geh weg. Ich finde schön, dass sie da beide erstmal über Techtelmechtel reden. Warum ist sein Herz jetzt gebrochen? Ich kann nur gemeines Geschenk geben. Irgendwie alles andere. Ich bin sehr verwirrt. Früher ging das doch, dass man die stehen lassen konnte, oder? Also auch in Sims 4. I am so confused. Ist das einmal Wedding Stories? Wo hat sie dir jetzt den Ring her? Ich habe doch extra ihn beauftragt. Naja, dann sollen die Gäste hier Reis werfen. Cool, wir haben die Erbschaft bekommen. Dann schmeißt mal. Ja, ich weiß nicht, wie das mit diesem Ring funktioniert, aber ist okay. Irgendwie haben wir keinen freien Tisch für die Torte. Die sind alle belegt. So, ich platziere die einfach hier draußen. Hochzeitstorte hinstellen, bitte. Also es läuft alles schon wieder ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber so kennen wir das ja. Raya spielt hier hinten mit dem Sand. Schön. Nein! Sie hat ein Stück genommen. Mann, ich wollte doch vor allem noch so ein Topping haben. Ja, das können wir jetzt auch vergessen. Wir wurden einfach befördert, obwohl wir nicht bei der Arbeit waren. Auch gut. Marlin hat auch keine Blumen gestreut, also ich verstehe hier einiges nicht so ganz. Aber eigentlich, also es hat ja viel mit diesem Micromanaging zu tun, aber ich konnte jetzt auch nichts auswählen oder so, deswegen bin ich so verwirrt. Immerhin scheint die Torte zu schmecken. Oh, jetzt knutschen die sich da. Oh, oder die Waldfee. Ja, wir laden mal einen Star-DJ ein. Dann können wir hier nämlich auch dancen. Und einen Mixer brauchen wir. Weil sonst können wir auch nicht trinken. Also das Grundstück ist großartig, aber leider ist My Wedding Stories noch immer ein bisschen broken. Also diese Core-Sachen funktionieren ja mittlerweile, aber that's it. Alles drüber hinaus. Ugh.
Ja, und unser eingestelltes Personal hat auch keine Lust zu kommen anscheinend. Ah doch, hier ist unser Star-DJ. Ja, kommst du dann auch mal hier hin? Also wir wollen auch mal dancen jetzt, ne? Was mit unserem Mixer? Der hat keinen Bock auf jeden Fall. Den habe ich noch nicht gesehen. Schade. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit mit Faith. Ich hoffe, ihr beiden werdet glücklich miteinander. Süß. Okay, das war also... Sie wollte gerade mit ihm tanzen, aber er ist gar nicht da. Das funktioniert immer am besten. Gut, und den Hochzeitstanz kann ich jetzt auch nicht mehr ausführen. Schön. Wir tanzen jetzt einfach. Getränke gibt's heute anscheinend nicht. Ah doch, hier ist unser Mixer. Aber unser DJ hat keinen Bock. Ach, ich glaube, der kommt da nicht hin. This is a problem. Ja, diese Bilder funktionieren ja sowieso nicht mit DX11. Oh, wenn man die neu platziert, anscheinend schon. Egal. Weg damit, weg damit. Dann machen wir einfach die Wand auf. Dann müsste sie doch da hinkommen, oder? Eigentlich? We will see. Ist mir jetzt gerade an dem Punkt auch ziemlich egal. Dann könnt ihr auch was trinken. Ob ich das jetzt romantisch nennen würde? Eher nicht so. Hauptsache, sie hat eine Erdbeere. Er nimmt einfach den ganzen Kuchen und wäscht es ab. Okay. Ja, ganz romantisch hier. Scheinbar kommt unser Star-DJ ja trotzdem nicht durch. Ja, dann können wir die Wand auch wieder zumachen, also. Ich habe vergessen, da kommt man sowieso, weil das ja viel zu hoch ist. Ups. Naja, Dinge passieren, Leute. Ihr könnt ja nochmal ein Selfie zusammen machen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz süß. Ist doch süß. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle schlechte Qualität. Oh, wir sind fertig. Nee, alle normale Qualität. Jawohl! Wir gehen lieber. Am Wochenende, die Flitterwochen, die wären bestimmt besser. Wir gehen nämlich nach... Selvadorada. Dann kann Faith ein Abenteuer erleben mit Marley zusammen. Ob wir die Kinder zu Hause lassen? Wahrscheinlich, ne? Sollen die im Dschungel? Ach, Rechnungen sind auch noch in den Kasten gerade geflattert. So, und unsere Urkunde hängen wir auf. Wir haben offiziell mal eine Familie, die halbwegs gesund ist. Wow. Bin so schockiert. Das kenne ich gar nicht mehr. So, ich mache alle nochmal fertig und dann gehen sie schlafen alle. War ein langer Tag. Warum ist mein Hintergrund eigentlich so heftig dunkel? Also ja, heute ist es ein bisschen gräulich, aber jetzt übertreibt man nicht deine Lage. Tinkerbell, es reicht jetzt. Sie können nicht immer jede Nacht aufwachen wegen euch. Tinkerbell hasst uns einfach jetzt mittlerweile schon richtig, Alter. Schlimm. Naja, immerhin sind wir jetzt verheiratet, oder? Die beiden können doch keine Kinder kriegen, oder? Weil das sind Geschwister und... Also das fair, also... Ja, ich hoffe einfach, dass das nicht geht. Es hat gerade richtig krass angefangen zu regnen. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht zu krass hört. Raya hat ja morgen schon wieder Geburtstag. Und wenn ich das hier schon sehe, dann lösche ich das auch direkt. Also, sowas gibt's hier nicht. Good morning in the morning. Der erste Morgen als verheiratete Frau. So, erstmal Rechnung bezahlen, oder? Da kannst du dich um deinen Garten kümmern. Vadim ist zu Kleinkind gealtert und er sieht nicht gut aus. Ja, aber leider wird gleich wieder gearbeitet. Ich drehe jetzt übrigens nicht, weil ich jetzt gleich auch schon den Part beenden muss. Aber ich wollte noch ein paar Minuten aufnehmen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht so und so lange aufnehme, habe ich nicht genug Content. Aber ja, je nachdem, was ich dann ja für eine Aufgabe bekommen würde, würde ich ja vielleicht auch länger dran sitzen. Deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, nicht zu drehen. Vielleicht denke ich am nächsten Mal dran, das noch zu tun. Er mag Gartenarbeit auch. Das ist okay. Ich glaube, unser Haus wird gleich weggeschwemmt. Also es regnet wirklich sehr stark. Und das ist gleich dein erster Tag, in dem du zur Schule gehst, ne? Du kleine Maus. Ja, Raya geht's nicht so gut, aber in der Tagespflege wird das schon alles, Girl. Außerdem wirst du am nächsten Mal zum Kind. Das wird schon alles. Ohne Probleme wird das laufen. Eine Deadline am Horizont. Faith kann einen nahenden Abgabetermin nicht einhalten und muss eine Lösung finden. Was soll sie tun? Im Abstellraum verstecken. Kurten Bimi, wir bitten um Hilfe. Und es ist natürlich auch gut gewesen. Marlin ist zu junge Erwachsene gealtert? Entschuldigung? Als ob sie jetzt schon so alt ist. I can't. Okay, Raphael ist zurück. Und er scheint sehr zufrieden zu sein an sich. Und er wünscht sich, mit Destiny Freunde zu werden. Das ist süß. Das ist seine Tante, ne? Also. Und ich würde gerne schon dieses Ding hier abschließen. Deswegen lern mal mit deiner Kreativitätsfähigkeit hier voranzukommen. Du bist gerade eh inspiriert. Let's go. Insgesamt 5 Stunden Instrumente spielen. Alle 5 Bildtypen auf dem Kreativkunsttisch zeichnen. Das kriegen wir hin. Das Level 10 wird halt auch nochmal ein bisschen hart. Aber wie wäre es mit einer Geige? Das ist so richtig unangenehm. Aber irgendwie ist es auch geil. Okay, die beiden sind auch schon zu Hause. Alles tutti bei euch? Schaut so aus. Bei Raya nicht so. Sie möchte gerne baden. Ach, die müssen beide, glaube ich, jetzt schon wieder Fähigkeiten leveln. Nee, er nicht.
Aber sie muss schon wieder vorher schon debattieren, leveln. Ich hasse diese Fähigkeit so sehr. Das wird jetzt so unangenehm, wenn er das dann immer spielt. Aber es ist auch irgendwie lustig. Also, wir hatten schon lange keinen so musikalischen Sim mehr. Also, beziehungsweise, ja, wir haben Amaya in der Runaway Teen Challenge. Aber das ist irgendwie was anderes. Weil sie singt ja auch und so, ne? Und ich glaube, ich hatte noch nie einen Geigenspieler. Also, von daher, let's go! Ist mal was anderes. Cool. Er hat den nächsten Meilenstein abgeschlossen, wie gesagt. Musikinstrumente spielen, alle 5 Typen und Level 10. Also, es wird hart. Aber es ist nicht unmachbar, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ich würde sagen, wir geben unser Bestes, ne? Ich würde an der Stelle dann aber auch den Part beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze soweit ganz gut gefallen. Es war jetzt nicht die Traumhochzeit schlechthin, würde ich sagen, aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht, also es ist okay. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für die Story oder irgendwas, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!